Good evening. Let's begin the press conference. Just remember one question. Guten Abend, wir starten mit der Pressekonferenz. Eine Frage pro Journalist und nennen Sie das Medium, für den Sie arbeiten, bitte. Hola, Mister. Buenas noches. Guten Abend. Ich wollte fragen nach Bale. Wie hat er gespielt? Das super Tor, das er gemacht hat. Und ist das entscheidend für die Saison, die Madrid spielt? Letztens hast du mir die gleiche Frage gestellt. Es ist das zweite gute Mal, dass er ein zweites Mal, dass er ein Tor schießt wie heute. Gareth ist in sehr gut in Form, spielt sehr gut im Moment und außerdem am Ende ist es wichtig, so zu spielen und Tore zu schießen. Wir haben drei Tore geschossen, zwei Cristiano, eins Gareth und ich freue mich für die zwei, aber wir hatten mehr Möglichkeiten, auch in der zweiten Halbzeit und am Ende haben wir ein gutes Ergebnis erzielt. So ein Stadion, das schwer ist, hier ist schwer zu spielen und nie vorher hatten wir hier gewinnen können. Und das war für uns schon wichtig, dieses Ergebnis zu erzielen. Und das ganze Spiel war vom Anfang bis zum Ende gut. Hola, Mr. Jaime Rodríguez de Diario El Mundo. Was bedeutet das hier für euch? So ein Sieg, 6 Punkte in der Champions. Es war ein wunderbares Spiel. Kroos und Casemiro waren super. Wie habt ihr die gesehen? Ja, alle haben gut gespielt. Im Mittelfeld haben alle gut gespielt. Wir haben sehr gut Druck machen können mit Cristiano und Gareth. Und auch in der Mitte haben wir sehr gut gespielt. Der Schlüssel war, den Ball wegzunehmen von Borussia und in der ersten Halbzeit haben wir das wunderbar gemacht. Wir haben sehr gut Druck gemacht, aber wir haben auch sehr viel Ballbesitz gehabt. Das war phänomenal. Das war der Schlüssel. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Dortmund war eine Mannschaft, die offen gespielt hat, 1-1. Also das ist nicht üblich, dass sie so offen spielen. Und die haben so viele Risiko eingegangen. Was hat Gareth Bale, wieso musste er ausgewechselt werden? Nichts, er hat nichts, also ein leichtes Problem, nichts Wichtiges. Und ich glaube auch, dass wir haben Borussia sehr viel beobachtet. Die spielen sehr offen, die wollen Spiel machen, die wollen Ballbesitz haben und heute haben die eine gute Mannschaft von Madrid gegengestanden, vom Anfang bis zum Ende. Und wenn du so einen Gegner triffst wie wir, also wir können sehr gut Konter initiieren. Wir standen sehr gut, aber wir hatten sehr viele Chancen, Tore zu schießen in der ersten und in der zweiten Halbzeit. Und das war der Schlüssel für uns. Sie haben so weitergespielt wie üblich. Sie haben gedacht, dass Madrid Schwierigkeiten haben könnte, aber wir haben das Spiel sehr gut interpretiert. Also sie haben das gemacht, was sie machen wissen und wir haben das gut kompensiert, das alles gut kompensiert. Ich wollte fragen, was hat diese Mannschaft mit der Champions, dass an solchen Abenden sie nie einen Fehler machen? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist nicht dieses Wettbewerb. Es ist, wenn du so spielst, denkst du, dass
etwas mit dem Wettbewerb zu tun hat. Aber wir haben viele Spiele, so wie dieses Spiel, schon gemacht, auch in der Liga im letzten Jahr. Aber was wir wollen, was wir jetzt erreichen wollen, ist, wir haben ein Spiel am Sonntag und wir wollen so ein ähnliches Spiel am Sonntag zu Hause zu spielen. Und das ist es. Aber in diesem Wettbewerb, natürlich ist es besonders, aber wir versuchen, jedes Spiel ist besonders für uns. Wir wissen, wir haben ein neues Jahr und das wird schwer sein und das alles ist sehr lang. Es dauert sehr lange. Wir werden bestimmt andere schwierige Spiele haben in diesem Jahr, aber wir können glücklich sein über das, was wir heute gemacht haben. Es ist nicht einfach, hier zu spielen. Und wenn du so ein Spiel schaffst, wir müssen alle Spieler gratulieren, weil es war wunderbar, die Anstrengung, die sie genommen haben, und wir haben einen guten Preis bekommen. Ist das erste Mal, dass sie hier in Dortmund gewinnen? Das erste Mal haben sie auch in München gespielt, konnten sie eine italienische Mannschaft rausschmeißen. Jemand so wie sie, sie haben so viele Titel schon mit Real Madrid erreicht. Solche Spiele sind auch immer noch was Besonderes für Sie oder nur noch ein weiteres Spiel? Nein, es ist nicht wirklich nur ein weiteres Spiel. Von allen Spielen, die Real Madrid gespielt hat, hier haben wir noch nie gewonnen oder gewinnen können. Und jetzt endlich haben wir hier einen Sieg erreicht. Gestern bei der Pressekonferenz haben wir über all diese Sachen schon gesprochen, dass wir einen Gegner haben, der zu jedem Zeitpunkt dich in Schwierigkeiten bringen kann. Und am Ende haben wir ein super Spiel gemacht. Und das war der Unterschied. Deswegen, es sind nur drei Punkte, aber drei Punkte, die von zwei Spielen drei Punkten sind sechs, und mit einem Sieg hier in diesem Stadion, wo wir noch nie vorher hatten gewinnen können. Außer das Tor und die Unterstützung von Bale. Man sieht, dass Bale sehr viel Vertrauen hat, sehr sich wohlfühlt, wenn er anfängt zu laufen, wenn er die Lücken sucht. Und dieses Gefühl gibt ja auch Vertrauen, dass Bale jetzt wieder sich erholt hat. Er hätte vier Monate dafür gebraucht. Ja, das ist das Gefühl, das ich glaube. Von Spiel zu Spiel sehe ich, dass seine Beine besser sind wie früher. Aber ich freue mich, weil es war nicht einfach für ihn. Und am Ende, wenn du siehst, beide, Cristiano und Gareth, die so spielen, wie sie es gemacht haben, aber insbesondere, dass wir, bevor wir spielen, mussten wir sehr viel Druck machen. Und Isco in der Mitte mit Sahin und Cristiano und Ronaldo, die haben das alles gut unter Kontrolle gehabt. Und am Ende Gareth, wenn er ein Tor schießt, so wie er es geschafft hat, für ihn ist das was ganz Besonderes, weil am Ende ist es sehr wichtig, dass ein Spieler wie er sein bestes Spiel schafft, aber auch zwischendurch ein Tor schießt. Ich freue mich sehr deswegen. Die letzte Frage. Nochmal über Bale sprechen. Er hat von der linken Seite gespielt. Es war sein bestes Spiel in der linken Seite und seine Unterstützung kam vielmehr von der linken Seite. Werden wir in dieser Saison so weiterspielen sehen, mehr auf der linken Seite als woanders? Auf der Zeichnung, in Theorie, war er nicht links. Also er war weiter vorne vorgesehen mit Cristiano. Aber die Bewegung, die er macht, ist eine natürliche Bewegung, die er macht. Also er geht links von der Seite, wenn er den Ball von der Seite von Nacho bekommt. Und ich glaube, dass er heute ein gutes Spiel hatte, weil Borussia hat gespielt, wie sie immer zu Hause spielen. Sehr weit nach vorne, und Gareth, wenn er Platz findet,
kann er. Missidial, se dice, o no? No, no se dice. Entonces, puede ser muy bueno. Dann kann er sehr gut. Missidial, no? No se dice. Sehr gut. Nee, missidial sagt man nicht. Vielleicht ist das Italienisch, was ich spreche. In Spanisch? In Spanisch, wie sagt man? Letal. Letal, eso es, letal. Ja, er kann tödlich sein. Okay, das war's. Danke schön.